Herzlich willkommen zurück zu Tag 6 von Pine View Drive. Wir haben einen neuen Schlüssel. Das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Wir schauen direkt nach, wo ich den einsetzen kann. Nach draußen muss ich anscheinend noch nicht, zumindest bis dato. Und jetzt, wo es noch ansatzweise hell ist, versuchen wir mal hier. Sieht auch irgendwie schön aus eigentlich. Die Tür ist es nicht. Da oben, Moment, da habe ich auch beide durch, die sind es auch nicht. Wir haben unten jetzt noch einen verschlossenen Raum. Auch das wäre wieder zu einfach. Oh, jawohl, ab jetzt blitzt draußen. Es gab ein leichtes Gewitter, es gibt ein leichtes Gewitter. Da werden dicke Schocker kommen, so. Nehme ich mal an. Oh nein, ach ja, stimmt. Eigentlich hätte ich wieder jeden Raum durchkämmen müssen. Aber ich bin wirklich auf der Suche nach der Tür. Und ich glaube, die Tür werde ich nicht finden, weil ich glaube, das war es schon wieder mit allen Zoom-Räumen, die ich hatte. Oh, ich kann mir vorstellen, was passiert. Mit Blitzen kann man schön arbeiten. Mit Blitzen werden sie bestimmt auch schön arbeiten. Und zwar kann ich mir schön vorstellen, dass immer, wenn irgendwas blitzt, was vor mir auftaucht, wäre nicht schlecht. Eigentlich muss ich wirklich auf diesen einen Moment warten. Das hier zum Beispiel. Mit diesem einen Moment meine ich eigentlich, dass irgendein Geräusch kommt. Oh, das ist geil. Die Lichteffekte sind awesome. Soll ich mal rausgehen? Oh, das wäre geil. Komm, er gleich taucht da auf. Und dann erschrecke ich mich. Mach mir voll ins Hemd. Draußen geht bestimmt jetzt die Party ab. Jetzt sehe ich bestimmt irgendwelche Gestalten immer. Boah, ist das geil. Weil du siehst das Spiel ja grundsätzlich nicht bei Tag. Außer halt ganz kurz am Anfang. Und deswegen ist es... Oh, hier läuft was. Oh, ganz schön gruselig. Aber ich finde das cool. Ich habe zwei Schlüssel. Und ich habe leider keine Hütte draußen gefunden. Und meine Schlüssel bringen mir jetzt wahrscheinlich wieder nichts und ich muss erst wieder ein Ereignis abwarten. Und das Ereignis muss ich jetzt erstmal triggern und versuchen, mich dabei nicht zu erschrecken. Ich warte auch immer noch, ob ich hier irgendwann reinkomme. Nein. Ja, ja, raschelnde Büsche. Ich brauche ein gruseligeres Erlebnis und jetzt sage ich das und das kommt gleich. Ich habe eigentlich jetzt nur noch die Vermutung, dass ich bei den Blitzen irgendwas sehen kann, was ich vorher nicht sehen konnte, weil es ja halt deswegen mal hell wird. Ah, ich glaube, das Gewitter deutet nur ein bisschen was an, will mir aber draußen immer noch nichts zeigen. Ist ja innen drin auch recht gruselig, so ein Gewitter. Und diese Geräusche sowieso auch immer. Theoretisch muss ja wieder nur irgendwas umfallen. Also fangen wir an. Wir gehen nochmal durch. Mit Taschenlampe ist sogar noch gruseliger als ohne, muss ich gerade feststellen. Denn ohne sieht man weniger. Ein Geist. Ich habe mich schon wieder bewegt, kann das sein? Da draußen ist es! Das Mädel! Raus! Ich krieg dich. Mach die Tür auf! Boah, dieses Geräusch. Kinder singen immer lustig. Oder beziehungsweise lachen. Kinder lachen. Weibliches Kinderlachen und weibliches Kindergesang ist immer der Horrorspielbringer. Stehst du noch da? Und bitte erschreck mich nicht. Es war an der Schaukel. Anscheinend sollte ich sie nicht finden. Also, das ist vielleicht so ein Guck aus dem Fenster, ist der Geist da, aber nicht, dass ich da hingehen soll. Okay, wäre auch eigentlich ganz schön blöd hinzugehen. Ach, wenn ihr wüsstet, dass meine Knie gerade trotzdem ein bisschen zittern, ja? Kann ich ja machen, was ich möchte. Ein bisschen, also dieses Unwohlsein, das bringt das Spiel auf jeden Fall rüber.
Und das macht es auch relativ gut. Deswegen nehme ich auch wirklich, ist ungelogen, immer nur zwei Parts auf. Einmal halt, damit ihr Feedback geben könnt, dass euch vielleicht irgendwas einfällt, dass ihr vielleicht storymäßig schon einen Tick weiter seid. Und zum anderen, ich schaffe nicht mehr als zwei Parts am Tag, wenn ich aufnehme, muss ich gestehen. Sehe ich dich jetzt wieder? Nein. Kannst auch nicht mehr hervorrufen. Also ist auf jeden Fall klar, den Hauptstrang kennen wir ja jetzt schon. Diese eine Statue, die da auf diesem Dingen draufsteht, wird ungelogen noch irgendwas machen. Doch oben im neuen Raum. Obwohl das... Ach, lag da ein Schlüssel? Nein, bitte nicht. Wenn ich jetzt oben nichts finde, gehe ich raus und gucke, ob da ein Schlüssel lag. War das schon das Ereignis? Oder war das einfach nur ein Schogger? Ich glaube, das war's. Ich hätte auf den Boden gucken sollen. Das muss ich übrigens öfter machen. Ich gewöhne mir das jetzt auf jeden Fall fürs nächste Mal ein bisschen an, auf den Boden zu schauen. Denn auf dem Boden. Auf dem Boden liegen immer die Schlüssel. Mist, hätte ich das wieder nicht machen dürfen, mich direkt umdrehen, wegen diesem Stromausfall. Spektrale Energie. Mhm. Es ist der Schlüssel. Die hat einen gehabt. Oder ich kriege mindestens jetzt muss ich was kriegen. Weil jetzt war ich überall gewesen. Außer ich habe jetzt nur noch einen Schlüssel gefunden für die Tür da hinten. Aber ich glaube, das habe ich am letzten Tag. Ja, okay, diese spektrale Energie verfolgt mich in dem Raum. Okay, muss draußen liegen. Weil jetzt habe ich alles gesehen, das Haus. Ich dürfte theoretisch, bis auf diese spektrale Energie, die jetzt auch nochmal ein Grund wäre, sich das Zimmer näher anzugucken. Aber dieses Geistermädchen draußen hat, glaube ich, eine höhere Relevanz. An der Schaukel. Vielleicht liegt an der Schaukel ein Schlüssel jetzt. Habe ich jetzt wieder die Türklinke gesehen zweimal? Kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten ist es die Energie oben in dem Raum. Aber ich glaube, dann wäre mehr passiert. Einmal wieder durchatmen jetzt. Habe ich an der Schaukel vielleicht was übersehen? Ha! Das wusste ich auch, bevor du es mir gesagt hast. Da liegt der Schlüssel. Also, blöder Tipp. Ja, aber ist schon gut, dass der Tipp mir das jetzt auch gesagt hatte. Klar, es passiert ein Ereignis und da geht es dann weiter. Das Ereignis schockt einen einmal und gibt einem dann die nötigen Infos, um weiterzumachen. Beziehungsweise in dem Fall sogar einen Schlüssel. Jetzt nur ganz kurz überlegen, wo wir überall verschlossene Räume haben. Unten einmal. Deswegen einmal kurz durchgehen. Wir haben einmal hier einen. Dachte ich jetzt als erstes, weil ich hier das Mädchen gesehen habe. Dann hinter der Tür rechts. Nein. Und die spektrale Energie verfolgt mich in den Hauptraum.
Da kommt noch was. Der Tag ist nicht zu Ende. Die neuen Räume. Hier, wo auch die Energie war. Ja, ein neuer Schlüssel. Eine große Garderobe. Das Kleid vielleicht von der Hausherrin. Lass das den Schlüssel für die andere Ebene hier oben sein. Aber jetzt kommt was auf dem Rückweg. Kam bis jetzt immer was, oder? Von Schlüssel zu Schlüssel. Hm, die Energie ist auf jeden Fall noch hier. Das ist interessant. Ist es nur ein Raum? Auf jeden Fall wird die Energie stärker. Das heißt, wir haben zwei verschlossene Räume. Drei. Nee, Anps, lass ich mich ungern. Nee, du warst es nicht. Nein. Endlich einer der unteren Räume? Ein Clown. Komm schon. Wo bleibt er? Ha! Du Arsch, ey. Clowns, ey. Ein großer Clown. Habe ich wieder den Schocker verpasst? Zettel will ich noch nicht. All the Ring, oder was? Uhuhu! Schauen wir einen Horrorstreifen. Nee, schauen wir doch nicht. Ey. Ist mir zu gruselig. Machen wir, wenn es tags ist. Ich nehme den Zettel mit. Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Das war's mit Tag 6 von Pineview Drive. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Und tschüss.